Es herrschte brutalster Winter. Wütende Winde fegten vom Wasser her über die Stadt. Hagelkörner, die sich anfühlten wie Giftpfeile. Er hatte zu Hause noch nicht Bescheid gesagt, denn er hatte sein Handy verloren. Sie warteten auf ihn, aber sie hatten noch keine Ahnung. Er würde sein Haus nicht halten können. Das Haus nicht, die Einrichtung nicht, gar nichts. Erneut würde er seine gesamte Familie verlieren. Alles hatte er für selbstverständlich gehalten. Wie konnte das passieren? Dabei hatte er sich geschworen, nichts mehr für selbstverständlich zu halten. Er war einfach wie in Trance weitergegangen, wusste aber noch alles. Konnte sich an alle neuerdings eingerüsteten Gebäude erinnern, an sämtliche gefährlichen Situationen, denen er knapp entronnen war, an den Strom der anonymen Gesichter. Dann war er müde geworden. Sein Körper wollte einfach nicht mehr irgendwo am East River. Dort hatte er sich auf eine Bank gesetzt, seinen Mantel zu einem Kissen gerollt und die Krawatte abgenommen, denn er schwitzte trotz der Kälte. Erst eine Stunde später war er voller Entsetzen wieder aufgewacht. Diese Hilflosigkeit war der eigentliche Horror. Die Bremsen versagten, das Lenkschloss rastete ein, er war einer Maschine ausgeliefert, die er nicht mehr kontrollierte. Es ging wieder los.